Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Beyond Two Souls. Beim letzten Mal haben wir, ja, sagen wir mal, einen kleinen Ausflug gemacht in das Leben eines ganz normalen Mädchens, auch wenn das jetzt fast schon sarkastisch rüberkommt. Und heute gibt es dann den nächsten Teil allein. So gesehen aber auch wieder ein ganz klarer Sprung nach hinten, also zurück. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Toll. Die würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, mein Professor Dawkins. Moment, das heißt, die Eltern waren die ganze Zeit auf dieser Basis, also bis zu diesem Zeitpunkt? Ha. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? Naja, klingt an sich vernünftig, aber... So ist es das Beste. Schön ist das jetzt trotzdem nicht. Ich meine, sowas kann man einem kleinen Mädchen nicht nett rüberbringen. Ganz einfach. Das ist eigentlich der springende Punkt dabei. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Ich bezweifle, dass du überhaupt weißt, wie schwierig das ist. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Man merkt ja, wie... Naja... abgeschottet Jody wirkt in diesem Moment. Oh, und ich könnte den Vater umbringen, hab mich aber dann dagegen entschieden. Ich find's nur sehr unterhaltsam. Dass es eine Möglichkeit ist. Knack und gut, aber lieber nicht. Wir wollen ja mal nicht so sein. Sagst du jetzt? Aber gut, glauben wir mal. Fürs Erste. Ja, und das war schon das ganze Kapitel von allein. Jetzt gehen wir ans fast schon, ja, weiteste Kapitel, abgesehen vom Prolog. Spreche ich auch toll aus. Prolog. Welcher ja tatsächlich der Anfang des Spiels war, in dem wir jetzt alles rekapitulieren. Navajo. Wüste. Es ist eine Wüste. Das ist sogar etwas, was ich wusste, aber meine Güte. Auszusprechen ist natürlich auch mal so eine kleine Herausforderung. Kleine, große, mittelgroße, schwere. Medium Pizza. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Muss ich. Ja, ist natürlich ein toller Ort, um abgeladen zu werden, wenn es ums selber spielen geht, mitten in der Wüste. Ohne einen Anhaltspunkt, ohne zu wissen, wo es lang gehen soll. Ja, außer natürlich durch die Kameraeinstellung geradeaus. Ne, das sagt ja zumindest förmlich aus. Geh nach vorne, geh einfach weiter, guck, was passiert. Das ist wohl wahr. Aber, naja, trotz allem, irgendeine Wüste. Und mitgenommen werden ist hier wohl auch nicht gerade so einfach. Ist ja schon echt herzallerliebst. Gut, dass das kein Quicktime-Event ist. Wedel die Hände hoch und runter. Ganz schnell.
Meine Güte, die halten hier aber so ziemlich gar nicht. Da, zur Linken haben sie Steine. Zur Rechten haben sie theoretisch noch einen Stein. Aber ich wollte eigentlich aufs Farmhaus anspielen, was wir gesehen hatten. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Naja, alles könnte noch besser werden. Wie wär's denn damit? Was? Ja, sag ich doch, das Farmhaus. Was wir ja schon gesehen haben eigentlich gerade, aber scheinbar Jody nicht. Ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir das ja, okay. Diese wunderbare Eidenfähigkeit. Werd jetzt bloß nicht nervös. Kleiner Hänger wegen dem Speichern, aber das ist ja kein Thema. Ist so scheinbar nicht allzu viel los hier. Aber es gibt Pferde. Pferde sind ein gutes Zeichen von Leben, nehme ich an. Also die Möglichkeit, dass jemand da lebt. Sonst wären sie wahrscheinlich hier... Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Oh, nein. Ich suche nur einen Platz zum Schlafen. Für ein paar Stunden vielleicht nur. Und dann bin ich wieder weg. Ich habe doch gesagt, das geht nicht. Du sollst... Ja. Ja, ja. Ja. Das war so. Genau. Ich frage mich, was das für eine Sprache ist. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Booyah! Das ging schnell von. Darfst du nicht rein, bis zu. Ja, kannst du pennen. Passt. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne. Okay. Meine Mutter, Shimasani. Wundere dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Das wäre toll. Ja, danke. Gut, jetzt sitzen wir da und können essen, mitten in der Wüste. Das Einzige, was mich immer irritiert hatte an dieser Szene, war Paul, Corey, Jay, wie auch immer, Shimasani. Okay. Innerhalb einer Generation, so gesehen, die altertümlichen Namen weggeworfen. Und schon hat man dann sowas. Ich meine, ging schnell, ne? Ist nicht unbedingt schlimm. Nein, nein, es ist nur... irgendwo merkwürdig. Aber was soll's. Es gibt wenigstens Trinken, Essen und die Nacht bricht scheinbar ziemlich schnell rein. Aber das soll's wohl in der Wüste eh. Soweit ich das mal mitbekommen habe. Das in der Wüste macht zack, bum, bang aus, Ende Nacht. Weil die Nächte ja eisig kalt sind und die Tage fürchterlich warm. Scheint, als wäre es lange her, dass sie was gegessen hatte. Na, wo geht's hin? Ich zieh einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Wir mussten übrigens ehrlich nehmen, weil wir selber keine Ahnung haben, wo es hingehen soll. Und wirklich weit abgelegen. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Tolle Voraussicht. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir, also. Also stellen wir zusammen. Yay! Toll. Oder wie? Oder was? Ja. Muss das. Wir haben auch ein paar Churros. Churros?
Schaf. Ist was zu essen. Oh. Ah. Wir brauchen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Aber Churros sind auch was zu essen. Das weiß ich. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Hm. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Verstehe. Wir müssen hart hier draußen. Na, das ist ja eine nette Geräuschkulisse auf einmal. So ein Ton wie bei Spyro, wenn man in der Nähe von Edelsteinen steht. Fand ich auch sehr unterhaltsam. Jay bringt dich in dein Zimmer. Nett von Jay. Nun ja, es ist dunkel. Wie ist es mit Lampen? Aber wahrscheinlich keine Option hier. So eine schöne Lampe. Außer hier in dem Gang. Die Augenscheine. Ich meine nur. Wir haben scheinbar sehr viele Räume. Du bist in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wind. Du meinst du das? Pferde. Schließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Wie auch immer. Ich meine, gibt größere Probleme. Sie kriegt ja immer in ein Zimmer gestellt. Sie soll nur drin bleiben. Nicht rausgehen. Und das ist im Prinzip völlig okay. Behaupte ich jetzt mal so. Aber ihr kennt das ja, ne? Das ist jetzt hier der typische Phänomen eines Verbotes, was man schlussendlich überschreiten muss. Weil wir haben hier versucht, uns hinzulegen. Was auch erstmal funktioniert. So halb. Ne? Sitzen ist halb liegen und liegen ist, ja, liegen. Dann wird man dazu gezwungen, aufzustehen. Ich weiß, es ist wirklich. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Alten. So zumindest der Plan. Ich meine, mein Gott, es ist ein altes Haus, wenn es ein bisschen knarzt. Was soll's? Bleibst in deinem Zimmer. Okay. Ein totes Churro. Also solche Träume wünsche ich mir aber auch nicht. Ich habe schon seltsame Träume manchmal, aber das... So schräg waren meine Träume dann doch noch nicht. Das ist auch gut so. Weil das schon wirklich ein sehr seltsamer Traum ist. Genau, ein bisschen Wasser in der Wüste zum besser einschlafen. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Asche. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Mein Gott, dann hat da mal was gebrannt. Naja, ein Unwetter würde mir auch Angst machen, wenn ich draußen wäre. Netterweise darf ich nicht rausgucken. Was ich ein bisschen seltsam fand. Ein, der durch die ganze Materie gehen kann, darf nicht nach draußen zugucken. Warum auch? Warum sollte ich nach draußen gehen können, um zu berichten, was los ist und gut ist? Nein! Nein, das wollen wir nicht! Das würde das Spiel zu einfach machen und so den Spielspaß dämmen. Oder so ähnlich, ich habe keine Ahnung. Ich find's halt doof. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich find's halt ein bisschen seltsam, dass es hin und wieder mal so Punkte gibt, wo ich nicht einfach rausgehen kann. Und das Problem für uns jetzt war,
Wir haben versucht, uns an die Regeln zu halten und einfach nicht rauszugehen. Ja, ich komme zumindest auf den Gang. Aber alles, was ich sehen kann, ist, dass Leute schlafen. Was ja ganz okay ist, ne? Der Hund sitzt unterm Tisch. Der will da nicht raus. Das ist schon wieder die Barriere, beziehungsweise die Entfernungsbarriere, sag ich mal. Völlig okay. Also im Prinzip ist es mir erlaubt, nachzusehen, was die anderen Leute so machen, aber im Prinzip machen sie nichts. Mal blöde gesagt, und dementsprechend stehen wir dann halt so leicht auf dem Schlauch, was wir machen sollen. Aber wenn man versucht, sich an die Regeln zu halten, dann ist das das Endergebnis, dass ich nichts machen darf. Da waren wir noch ein bisschen rumfliegen. Bringt natürlich echt viel, aber das konnten wir ja nicht ahnen. Wir standen sowas von auf dem Schlauch, weil wir dachten, okay, warten wir ab. Tun wir tatsächlich das, was das Spiel uns gesagt hat, dass wir tun sollen, das Zimmer nicht verlassen. Tja. So der Plan. Aber das war dem Spiel ja scheinbar egal. Die Tür war zu. Was ist denn hier los? Ein. Öffne irgendwie diese Tür. Ja. Und da haben wir uns dann auch angesehen. Also, toll. Ups. Ja, das ist schon... Oh wow, du hast die Tür nicht angeklickt. Beziehungsweise, ja, interagiert mit der Tür. Tja, zu schade. Da kommt ihr dann erstmal nicht raus, bis ihr das gemacht habt. Und ich dachte mir dann in dem Moment nur, ja, toll. Immer so kleine Details, die man nicht auch, also wirklich nicht wissen kann. Aber irgendwo wissen soll. Und wobei das jetzt natürlich nicht das Schlimmste der Welt ist, dass wir hier die Tür hätten mal anklicken sollen, ne? Nachdem uns eh gesagt wird, geh nicht raus. Dass die typische Reaktion wäre, okay, wir müssen raus. Aber naja. Ah, Bett ist toll. Bett ist immer gut. Ein bisschen noch Bett regeln, genau. So ist das richtig. Muss übrigens furchtbar sein, sich bei sowas wieder anzuziehen, wenn das wirklich einfach nur warm ist. Wobei jetzt scheinbar eh nicht kalt ist. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Rucksack wieder an und go! Hinaus in die Weiten des Wüstengebiets. Die anderen Leute sind wohl weg. Jetzt müssten wir uns nur noch mal orientieren, wo es lang geht. Da definitiv nicht lang. Das ist halt wieder Kameraperspektive, ne? Mal hier, mal da. Nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Du sahst fertig aus. Kann man so sagen. Wir sollten dich nicht wecken. Danke. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ja. Kaffee klingt gut. Und mit diesem Kaffee werde ich diesen Part hier erstmal beenden. Denn das ganze Navajo... Ich glaube Navajo. Na, egal. Das ganze Kapitel geht ein bisschen weiter. Also bis zum nächsten Mal.